So, gucken wir uns an, wie man das Ganze vielleicht ein bisschen individueller verbessern kann. Und individueller verbessern kann man es in meinen Augen dann, wenn ich nicht nur den Punkt von meinem Kunden relativ gut bestimme, sondern wenn ich den hier auch gut bestimme und im Idealfall, wenn ich den und alles, was dazwischen ist, auch genau bestimme. Also praktisch nicht nur auf Lage des gerade eben gehört Vorhersagen mache, sondern wenn ich mir einfach angucke, wo hört denn dieser Mensch denn jetzt bei 1000 Hertz leise? Wo hört denn dieser Mensch bei 1000 Hertz laut? Wo hört denn dieser Mensch bei 1000 Hertz unangenehm laut? Und dafür gibt es ein Messverfahren, und zwar ein validiertes Messverfahren, und eins, was sehr umfangreich sogar erforscht ist. Ich behaupte jetzt sogar mal fast mehr erforscht als damals die Grundlagen für die reine Tonaltimetrie. Nämlich, das ist die Lautheitsfunktion oder die Lautheitsskalierung. Nach Professor Heller, das ist die kategoriale Lautheitsskalierung. Kategorie heißt, ich unterteile die Lautheit in verschiedene Bewertungsbereiche. Und der Professor Heller ist da ganz einfach rangegangen. Der ist ja kein Audiologe gewesen, das war ja, glaube ich, ein Wahrnehmungspsychologe. Der hat einfach gesagt, was gibt es denn überhaupt im deutschsprachigen Bereich für Unterteilungen, verbale Unterteilungen für die Lautstärke? Und da ist er genau auf diese hier gestoßen. Nämlich, es gibt in unserem Wortfundus sehr leise, leise, mittellaut, sehr laut. Mehr gibt es nicht. Es gibt nicht dann nochmal sehr, sehr oder mittelsehr oder sowas. Das sind die Begriffe, mit denen wir eigentlich in unserer täglichen Sprache über diese Dinge reden. Dann gibt es natürlich noch die Grenzbereiche für nicht gehört und obenhin schmerzhaft laut. Den Bereich messen wir nicht. Ja. Der kann natürlich bei manchen ihrer Kunden zu einer Ablehnungshaltung führen. Wenn das vermehrt auftritt, dann empfehle ich einfach diese Skala ohne diesen Begriff zu verwenden. Wenn das vermehrt auftritt. Ich hatte damit noch nie Stress. Das heißt, ich bin da nicht so davon überzeugt, dass das zu einer Fehlbeurteilung Ihres Kunden führt. Es ist einfach nur eine Art und Weise, wie ich mit dem Kunden vor der Messung kommuniziere. Wenn ich Routine zeige, wenn ich dem Kunden von vornherein klipp und klar mache, das kann nicht vorkommen, ja, und das unglaubhaft rüberbringe, dann wird das auch keinen Einfluss auf mein Messergebnis geben. So, das heißt, der Professor Heller hat erstmal gesagt, okay, ich brauche erstmal eine Einteilung, was gibt es denn überhaupt für Lautstärkewahrnehmung? Und als er dann mal mit seiner Forschung angefangen hat, hat er festgestellt, naja, trotzdem hat jeder Einzelne durchaus noch Bereiche dazwischen für sich. Ja? Also der sagt, naja, das war jetzt leise, das hat aber mehr Richtung Mittel tendiert oder das war leise und hat mehr Richtung sehr leise tendiert. Und damit er diesen Bereich auch abdecken konnte, hat er das Ganze dann nochmal in 50 einzelne Punkte unterteilt, in die Kategorien, und hat praktisch jede einzelne der 5 Kategorien nochmal in 10 Einzelpunkte gemacht. Das macht es für den Kunden eigentlich total komplex. Ich halte da gar nicht so viel davon, diese überhaupt anzuzeigen. Ja, die sind zwar wichtig für mein Ergebnis langfristig, aber für meinen Kunden werden die Messungen, sonst sind sie eigentlich eher hinderlich. So, aber da kommen wir dann gleich dazu, wenn wir es mal praktisch durchführen. Und da erzähle ich Ihnen auch, wie Sie diese Geschichte aus Ihrer Gleichung sozusagen rausbekommen, dass der Kunde da nicht zu komplex drüber nachdenkt. So, das heißt, der Professor Heller hat eine Skala entwickelt. Und dann hat er sich einfach hingesetzt und hat normalhörende Studenten genommen und hat denen halt Signale vorgespielt und hat geguckt, inwieweit er mit den unterschiedlichen Signalen und den unterschiedlichen Pegeln, die er da anbietet, denn da ein Muster heraus ableiten kann, also eine Funktion ableiten kann. Und das Interessante ist, diese Lautheitsfunktion ist sehr stark reproduzierbar. Einzige Ausnahme, wenn der Schaden hier oben ist, dann gelten in keinem Bereich die gleichen Gesetze. Liegt der Schaden aber vor dem hier oben, also liegt er im Innenohr, liegt er im Mittelohr, liegt er im Gehörgang, egal wo, ist diese Funktion vorhersagbar und ganz genau definierbar. So. Und er hat dann halt über die Jahre hinweg Folgendes gemacht. Er hat für unterschiedliche Frequenzen Bezugswerte aufgenommen von Normalhörnern
Und dann mit Schwerhörigen gemessen und hat geguckt, inwieweit unterscheidet sich denn jetzt mein Schwerhöriger von meinem Normalhörenden. Und das funktioniert bei der Lautheitsskalierung hervorragend. Also wenn wir uns mal diese Lautheitsfunktion angucken, ich blende mal gerade ein paar Kurven aus, da kann man es ein bisschen besser erklären. So, gucken wir uns mal nur ein Hörfeld an. Dann muss man so eine Lautheitsfunktion wie folgt sich betrachten. Ich habe hier auf der X-Achse habe ich meine dB-Pegel, die ich abstrahle. Und auf der Y-Achse habe ich jetzt im Prinzip hier meine 50 Punkte, die mir mein Kunde liefert. Die grüne Linie ist die Lautheitsfunktion von diesen durchschnittlichen jungen Menschen aus Würzburg, also von den Studenten, die er da über Jahrzehnte hinweg gemessen hat. Was nichts anderes bedeutet, wenn ich das ablesen wollte, habe ich also im Studenten 60 dB 1000 Hertz vorgespielt, dann haben die im Mittel eine Reaktion gezeigt, die lag ungefähr bei der 18. Das ist, so liest man dieses ganze Verfahren ab. So, das Tolle an der Lautheitsskalierung oder an dieser Art der Skala ist, hier steckt doch jetzt alles drin, was für meine Hörgeräteanpassung eigentlich interessant ist. Hier steckt nämlich, wenn ich es genau will, eine Hörschwelle drin. Die muss nämlich irgendwo zwischen nicht gehört und 1 liegen. 1 ist der erste Punkt, die leiseste Wahrnehmung nach dieser Skala. Und 0 wäre noch keine Reaktion gezeigt. Also muss die Hörschwelle irgendwo dazwischen liegen. Ja. Ich kann mir angucken, wo liegt denn bei den Menschen sehr leise, wo liegt denn bei den Menschen leise, wo liegt denn bei den Menschen mittel, wo liegt denn bei den Menschen laut und wo liegt bei dem sehr laut. Und was jetzt zum Beispiel für den Anfang schon mal sehr interessant ist, ich kann dieser Skala ablesen, wo die Unbehaglichkeitsschwelle meines Menschen liegt, ohne ihm unangenehm laut vorspielen zu müssen. Soll heißen, hätte ich einen durchschnittlichen Normalhörner, dann ist diese Unbehaglichkeitsschwelle, die hat Professor Heller, hat die durch seine Forschungsarbeit und durch Vergleiche zu herkömmlichen Diagnostiken, hat er festgestellt, die Unbehaglichkeitsschwelle liegt bei dem Wert 48,5 in seiner Skala. Das heißt, ich kann jetzt einfach in das Hörfeld auf 48,5 auf die grüne Linie gehen und gehe runter und das wäre die durchschnittliche Unbehaglichkeitsschwelle eines Normalhörenden bei 1000 Hertz. So. Wenn ich jetzt mit einem Kunden eine Messung mache, dann sieht das Ganze von der Kurve eventuell so aus. So. Das heißt, ich habe jetzt hier 1, 2, 3, 4 Punkte gemessen. Ein Algorithmus rechnet aufgrund der Punkte die Lautheitsfunktion drauf. Und ist jetzt meine Lautheitsfunktion und die gemessenen Punkte dicht beieinander oder werden sogar geschnitten? Also wäre das so ein Idealergebnis wie hier? Dann heißt das ja im Umkehrschluss, dass wenn ich alle weiteren Punkte hier messen würde, würden die auch auf dieser Kurve liegen. Das heißt, tatsächlich gemessen habe ich 55 dB, da hat mir der Kunde gesagt 8. Ich habe gemessen 65 dB, da hat mir dieser Kunde gesagt, hier, das war eine 12. Ich habe dem Kunden 75 dB angeboten, da hat er mir gesagt, das ist eine 20. Und ich habe ihm hier 90 dB angeboten und da hat er mir gesagt, das ist hier gerade so in den Bereich laut reingerutscht. So. Jetzt weiß ich aber trotzdem, wo bei diesem Menschen sehr laut ist und wo bei diesem Menschen gerade eben gehört ist. Weil das muss nämlich jetzt auch auf dieser Funktion drauf liegen. Das heißt, ich kann jetzt jeden dieser 50 Punkte, wenn er mich interessiert, ablesen. Das heißt, wenn ich wissen wollte, wie laut müsste denn ein Hörgerät bei dieser Frequenz sein, damit dieser Mensch etwas sehr leise hört. Und dann gehe ich einfach bei 5 auf die grüne Linie und guck, wie groß ist denn der Abstand zu meiner roten Linie. Das heißt, in diesem Bereich müsste ich so viel mehr Verstärkung geben, dass dieser Mensch mit dem Hörverlust genauso hören würde wie dieser Mensch ohne Hörverlust. Das ist das Prinzip da dahinter. So, und ich kann jetzt von dieser Kurve ablesen, wo ist denn bei dem die Unbehaglichkeitsschwelle. Ja, das heißt, ich gehe jetzt bei 48,5 auf die rote Linie, die ist außerhalb vom Diagramm. Aber die Mathematik geht trotzdem weiter. Also das ist nur eine Begrenzung optischer Natur, nicht mathematischer Natur. So, das heißt, ich kriege jetzt von diesem Menschen eine Unbehaglichkeitsschwelle abgeleitet, ohne ihm unangenehm laut vorspielen zu müssen. Also der muss sich auch gar nicht damit beschäftigen, der muss nicht darüber nachdenken, was jetzt passiert. Der muss das nicht bewerten und dann versuchen, richtig zu interpretieren. Hier fällt das Ding als Abfall, als Nebenprodukt ab.
mit einer über 98%igen Genauigkeit. Also viel, viel, viel genauer als alles, was ich über einen stinknormalen Luftleitungskopf höre, egal welcher Signalart in der Tonaudiometrie von dem Kunden abfragen kann. Weil es eben nicht individuell eine Entscheidung getroffen werden muss jetzt von meinem Kunden, sondern sie leitet sich aus seiner Lautheit ab. So, und das mit einer ganz hohen Genauigkeit. Das heißt, ich kriege jetzt aus dieser Messung eine U-Schwelle mit einer fast 100%igen Genauigkeit. Das heißt, ich habe den Wert sehr genau bestimmen können über die Luftleitung. Das kriegen wir hin, gerade eben gehört, ist gut, ist einfach zu bestimmen. Jetzt haben wir den Wert ganz genau bestimmt. Also wir haben hier nicht mehr diese Fluktuation. Und ich kann sogar jetzt aufgrund dieser Skala, die da drin ist, sogar die Werte auch direkt bestimmen, wenn ich so wollte. Ich könnte sogar pegelgenau bestimmen. Gar nicht an der Lautheit, ich könnte pegelgenau bestimmen. Ich könnte jetzt sagen, wie viel dB Pegel braucht dieser Mensch bei 80 dB? Und dann gehe ich bei 80 dB auf die grüne und zähle jetzt die dB Abstand zur roten. Da weiß ich, bei 1000 Hertz müsste ich bei 80 dB Eingangspegel, muss mein Hörgerät ungefähr 10 dB Verstärkung aufweisen. Dann so, das heißt, dahin. Ich habe jetzt eine Messung, die spielt sich in den Bereichen ab, wo eigentlich mein Hörgerät später arbeitet, nämlich nicht an den Rändern, nur gerade eben gehört und unangenehm laut. Nein, wir messen jetzt bewusst in dem Bereich, wo eigentlich auch das Hörgerät später arbeitet, nämlich da, wo mein Hörgerät arbeitet. Und also für mich war das absolut logisch, das so zu machen. Da soll später mein Hörgerät hin. Und hier metere ich jetzt nicht einen geschätzten Wert auf Basis irgendwelcher Ideen. Nee, das ist von dem, der da vor mir sitzt. Der hat mir gesagt, bei der Frequenz, das ist mittellaut. Und wenn das für den mittellaut ist, dann ist das mittellaut. Und wenn ich mich auf den Kopf stelle. Und wenn mir eine Vorhersage da was ganz anderes sagt, ist es egal. Der nimmt das Signal in dem Frequenzbereich mit dem Pegel als mittellaut wahr. Punkt. Genauer geht's nicht. So, das heißt, ich kann jetzt auf Basis dieser Informationen, die ich mit meinem Kunden sammle, eine individuelle Zielstrategie machen. Nicht eine gemittelte nach NAL, DSLRO oder was schätzt Videx da mit aufgrund des Sensogramms hin oder Phonak mit ihrem Audiogramm Plus oder Oticon oder was auch immer. Nee, das habe ich mit diesen Menschen aufgrund dieser Messung ganz genau bestimmt. Trotzdem haben wir hier drinnen immer noch einen Mittlungsfehler, nämlich unser Bezugswert. Der bleibt. So, das ist das Grundprinzip der Lautheitsskalierung. Und wenn ich sie diagnostisch mache, also unversorgt als diagnostisches Zusatzmittel, kann ich, wie gesagt, mir Vorhersagen machen für die Unbehaglichkeitsschwelle. Ich kann eine Vorhersage machen auch für leise, mittel, laut. Ich kann aber auch der ACAM oder meiner Messanlage sagen, so, jetzt machen wir mal ein paar Hörfelder mehr. So, wenn ich jetzt also von diesem Menschen in verschiedenen Frequenzen Daten sammle, dann kann mir diese Messanlage jetzt auch Zielkurven für die In-Situ-Anlage generieren. Das sind nämlich dann direkt Insertion Zielkurven. Und die kann ich mir jetzt in dem Pegelbereich angucken lassen, wie sie mich interessieren. Also ich kann jetzt sagen, ich möchte für 40 dB, für 90 dB, für 45 ich kann mir im Prinzip jetzt in fast allen Pegelbereichen eine Zielstrategie für diesen Hörverlust Insertion anzeigen lassen. Die sind jetzt alle nahezu waagerecht, weil ich habe jetzt hier einen Hörverlust eingegeben, der fast bei allen Frequenzen identisch ist. Ist der Hörverlust frequenzspezifischer? Dann verschiebt sich das Ganze Richtung Hochfrequenz. Und was man auch super hier erkennen kann, also wenn Sie jetzt in der Ausbildung sind, dann hört man ja auch immer mal wieder so von diesem Till und Bill und was es so alles gibt. Da müssen Sie sich ja noch immer noch damit beschäftigen. Hier sieht man nämlich jetzt auch relativ gut, wenn ich so einen frequenzspezifischen Hochtonverlust habe. Also mein Kunde
ich sage jetzt mal, so hört, ist es ja meistens nicht so, dass die U-Schwelle auch so läuft. Sondern meistens ist es ja so, dass die U-Schwelle dann eher wieder Richtung normal hörender U-Schwelle läuft und manchmal sogar dieser entgegenkommt, weil eben die äußeren H-Sinneszellen geschädigt sind. Und das zeigt mir die Lautheitsskalierung nämlich jetzt auch in diesen Übertragungskurven. Nämlich die unterste Übertragungskurve ist die für die leisesten Pegel, also die näher an der Hörschwelle dran sind. Da brauche ich frequenzspezifisch viel Änderung. Und die laute, die ist überhaupt nicht mehr frequenzspezifisch, weil bei den Lauten hört er im tiefen wie im hellen Bereich gleich laut. So. Und da sieht man schön, was so eigentlich beim Recruitment frequenzspezifisch in so einem Ohr auch stattfindet. Und hier kann ich, wie gesagt, mir jetzt die aussuchen, die mich interessieren. Ich kann also jetzt auch wiederum sagen, mich interessiert aber nur die 50er, die 65er und die 80er. Und dann habe ich jetzt eine Zielkurvenberechnung von dem Menschen, der da vor mir sitzt. Und keine gemittelte, geschätzte nach NAL oder DSLRO. Die ist gemessen von dem, der da vor mir sitzt.